Das Galaxy S2 ist der Nachfolger des Galaxy S und soll Apples iPhone 4 Konkurrenz machen. Das Smartphone verwendet Android 2.3.3 alias Gingerbread. Mit 115 Gramm liegt das Galaxy S2 leicht in der Hand. Der Vorgänger war nur 2 Gramm schwerer. Apples iPhone 4 bringt mit 141 Gramm deutlich mehr auf die Waage. Das Gehäuse ist aus Plastik und kommt ohne Metallrahmen aus. Wegen des größeren Super AMOLED Displays ist Samsungs Smartphone deutlich größer als das iPhone 4. Das Display ist blickwinkelstabil und zeigt kräftige, satte Farben. An den Lenkseiten gibt es nur zwei Schalter, den Ein-Aus-Knopf und einen Wippschalter für die Lautstärke. An der unteren Querseite ist der Anschluss für das Ladekabel bzw. das mitgelieferte USB-Kabel verbaut. Ein Anschluss für das Headset befindet sich an der oberen Seite des Geräts. Um das Smartphone zu entsperren, ist mitunter mehrmaliges Wischen notwendig. Auf der Rückseite befindet sich neben dem Objektiv für die 8-Megapixel-Kamera der LED-Blitz. An der Vorderseite ist ein weiteres Objektiv für die 2-Megapixel-Kamera zu finden. Die 8-Megapixel-Kamera liefert ordentliche Bilder. Die Videoaufnahmen in HD zeigen einen deutlich besseren Kontrastumfang, mehr Farbechtheit und wegen des weitwinkligeren Objektivs ein breiteres Bild bei gleicher Entfernung zum Objekt als die Konkurrenz. Für das Entfernen der hinteren Abdeckung ist ein stabiler Fingernagel nötig. Ein Schraubenzieher würde das Gehäuse vermutlich zerkratzen. Im Inneren befindet sich eine CPU mit 2 Kernen, die mit 1,2 GHz getaktet sind. Außerdem besitzt das Gerät 1 GB RAM und 16 GB internen Speicher. Zusätzlich kann eine MicroSD-Karte mit bis zu 32 GB Speicher ergänzt werden. Der Browser reagiert zügig auf Benutzereingaben und das Scrollen durch die Webseiten ist außerordentlich schnell. Einige der von Samsung implementierten Bewegungssteuerungen sind recht praktisch, etwa die Zoom-Funktion durch Kippen im Querformat. Auffälligstes Merkmal des Galaxy S2 ist das niedrige Gewicht bei sehr großem Display mit satten Farben. Und trotz der Größe liegt das Android-Smartphone gut in der Hand. Die Geschwindigkeit des Geräts überzeugt, es reagiert zügig auf Eingaben und die Scrollgeschwindigkeit im Browser ist fast zu hoch. Das Gehäuse ist Geschmackssache. Einigen wird der reine Plastikmantel zu zerbrechlich wirken. Das wird aber durch das deutlich reduzierte Gewicht wettgemacht. Insgesamt ist es Samsung gelungen, mit dem Galaxy S2 den Vorgänger Galaxy S zu überflügeln. Das Galaxy S2 ist in puncto Gewicht, Displaygröße und Geschwindigkeit in weiten Teilen Apples iPhone 4 überlegen.